und somit herzlich willkommen zurück zu MX vs. ATV Legends und wir gehen mal in die UTV-Serie weiter rein. Das war ja damals auch Triple Crown Event, sehe ich gerade. Okay. So, hier haben wir, gleich 5 Rennen und dann geht es irgendwo weiter. Alles klar. Wobei, am UTV haben wir noch gar nicht rumgeschraubt, aber ja, okay, lassen wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. So, ja, wir dürfen auch nicht zu viel Geld ausgeben oder keine Ahnung. Weiß nicht, ob ich das Geld so mega brauche. Wieso starte ich hinten? Unfair. Gab es eigentlich bei den ATVs auch 2 Reihen oder nicht? Was ist nur bei den UTVs? Die sind einfach zu breit. Oh, komm an! Schnierlos. Mann, da starte ich wieder so genial. Alter, wie viel da hängen bleiben? Alter, Junge! Ja, genau, Strecke verlassen. Irgendwie bin ich weggerutscht. Oh mein Gott, das ist ja mal ein super Start. Oha, was ist denn hier los? Ja, man kann halt leider nichts ausgleichen, gell? Ein bisschen das Miese. Warte. Ja, guck mal, wie es mich dreht. Was ist denn da los? Schiebt es mich einfach weg hier? Was ist mit der Lenkung los? Irgendwie können die... Okay. Irgendwie können die viel mehr lenken als ich, habe ich das Gefühl. Ich habe voll eingelenkt. Guck mal. Irgendwie ganz komisch. Ich muss nochmal neu starten. Vielleicht ist schon in der Einstellung was auch anders. Metrisch Gas in der Luft. Wo war denn das? Keine Ahnung. Bei der Steuerung. Hier, Twin... Nein, ich hab Solo-Stick drin, Mann! Immer diese scheiß Twin-Stick da. Vor allem bringt doch der Twin-Stick gar nichts. Zumindest mal bei den UTVs. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also beim Motorrad, okay. Beim ATV, ja, kann sein. Aber bei den UTVs bringt es doch gar nichts. Guck mal, ich kann gar nichts machen. Ich werde einfach irgendwie mitgenommen. Guck mal, wieso können die anderen mehr lenken als ich? Habe ich so das Gefühl. Ich war wieder voll in der Lenkung, habe aber die Kurve nicht geschafft, obwohl die anderen gleich schnell waren. Sehr seltsam. Also hier ist auch kein Platz. Absolut keine Möglichkeit, hier irgendwie vorbeizukommen. So, jetzt haben wir mal einigermaßen uns hier gefangen, oder? Oh, Leute. Geht mal weg hier. Joa, ja, Boxauto vorne, ey. Richtig übel. Okay, die kommen aber hier auch so ein bisschen raus, gell? Und jetzt, oh, oha, Platz 1. Junge, lass mich in Ruhe. Schieb mich bloß nicht weg. Alter, wie ich schön gerade hier gesprungen bin. Aber das ist das letzte Mal auch so, dass die Lenkung so mega bei den UTVs so krass, wie nennt man das? Ja, dass man so einen Mega-Radius hat, so einen Lenkradius. Weiß es gar nicht. Ja, Strecke verlassen du mich auch. Zweite Runde. Müssen wir gucken, vielleicht können wir den UTV tunen und da was an der Lenkung machen. Das wäre sehr wichtig. Also mit Geschwindigkeit oder so. Ja, weiß nicht, geht ja jetzt gerade ganz gut. Ich fliege hier raus. Oh, genau. Guck mal, wie weit hinten die sind. Wir haben, glaube ich, auch so ein bisschen Probleme mit der Lenkung, oder? Könnte sein. Wir haben bei dem ersten Versuch so gekämpft. Jetzt hier in der ersten Runde auch so ein bisschen, aber irgendwie... Ja, nicht hier rausspringen. Irgendwie bin ich jetzt hier mega weit vorne, obwohl ich auch immer so Fehler habe. Boah. Boah. No! Also Physik auch ein bisschen komisch, oder? Ich hätte es fast gedacht, dass es mich überschlägt. Es ist halt echt seltsam mit dieser Lenkung hier. Es fühlt sich halt auch teilweise so ein bisschen schwammig an und teilweise halt einfach so, dass ein bisschen was fehlt. Also, dass man denkt so, es könnte noch ein bisschen mehr gehen in der Lenkung. Das ist so eine Sache hier. Da würde ich eben mal schauen. Ich denke immer, dass es hier den gleich überschlägt, so wie er aufkommt, aber er kommt trotzdem wieder hier auf die Reifen, auf alle 4.
haben jetzt 10 Sekunden. Oder richtig geschaut. Ja, erstmal nochmal nachgeschaut. Aber erstmal hier verkackt mal wieder. So wie immer halt. So. Oh! Uiuiui, was wird das hier gerade? Der war jetzt richtig schön gefahren, auch relativ eng an diesem gelben Schild entlang. Ich mache mich ein bisschen langsamer. Wir sind ja weit genug vorne. Uah! Diese Landung. Und? Wie war das Physik? Sieht ein bisschen seltsam aus. Hallo? Motorschaden! Was ist jetzt los? Okay, ich bin schon etwas komisch aufgekommen, aber ich konnte kein Gas mehr geben. Wie mies, ey. Aber trotzdem noch hier 6,5 Sekunden. Sehr schön. Seltsames Rennen, sehr seltsam. Aber nun gut. Wir sind mal vorne, ja, sogar 8 Sekunden. So, wir können mal reinschauen. Das müsste da sein, oder? Aber wir können nichts machen, oder? Naja, ja. Was können wir da noch machen? Bin ja mal in Tuning gegangen. So, wir haben Motor, wir haben Kupplung, wir haben Chassis, Federung, Bodenhaftung, Bremse. Aber wir haben eigentlich nichts großartig mit Lenkung an sich. Aber wir könnten natürlich... Ja, gucken auf die Handhabung. Was da passiert. Ja, mal natürlich entweder Top Speed oder Dinger. Ja, das lassen wir mal. Was tut sich bei Kupplung verändern? Da gibt es Bodenhaftung. Das mal rein. Guck mal hier mal. Hier haben wir Handhabung Stunts. Gehen die Bremsen ein bisschen runter, aber dafür können wir nachher die Bremsen auch wieder ein bisschen hoch machen. Ah, hier geht's richtig fett hoch. Vor allem Stunts. bei einem UTV. Halt einfach nur der Sprung, oder? Was haben wir jetzt hier? Ist ja auch mal seltsam. Diese Option bringt einfach nur Minus. Ist ja auch geil. Die bringt nur Plus und ab hier geht komischerweise die Handhabung ins Minus. Ist ja auch mal interessant. Machen natürlich die, wo nur Plus bringt. So, jetzt haben wir hier Soft. Hier gehen halt die Bremsen wieder hoch, aber halt die Handhabung ein bisschen runter. Aber wir haben schon, sind schon gut in die Richtung gegangen. Da haben wir auch was gemacht. Jetzt fehlt nur noch der Motor. Die Frage ist, Beschleunigung oder Top Speed? Top Speed bringt sogar noch Bodenhaftung rein. Ja, aber ein bisschen Kacke bauen. Machen wir mal ein bisschen Beschleunigung. Nicht Top Speed. Na, schauen wir mal, ob das ein bisschen was gebracht hat. Wobei das jetzt natürlich auch eine andere Strecke ist, aber na gut. Alter, wieso sind wir vorne? Mega geil. Jetzt werde ich gleich wieder rumgeschoben. Oh. Oh. Ja, okay, Beschleunigung, gell? Beschleunigung natürlich hier. So, Stunts. Alter, wie weit wir fliegen. Es müsste doch jetzt eine Trophy geben. Hä? Ach, scheiße. Bin so weit rum gesprungen. Au. Okay, der Sprung hat nichts gebracht. Nee, ich glaube, ich habe noch die Trophy mit Höhe und nicht mit Weite des Sprungs. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alter, was ist hier los? Okay. Ja, danke. Yay, Platz 16. So gut gestartet, aber dieser eine Sprung, wo wir die Kurve verpasst haben, das war ja mies. Na, die
180 Grad Kurve war gerade ganz geil, gell? Oh, sorry. Alter, das sind halt wirklich hier Boxautos. Zum Glück gibt es ja keinen Schaden. Wow! Handbremse kickt rein. Uiuiuiui. Weil wenn da so viele nebeneinander sind. Jetzt geht's gerade wieder, jetzt waren sie gerade. Sind sie wieder alle so in der Reihe. Vor waren sie alle so nebeneinander. Oh, der ghostet. Oh! Was macht der? Weißt du, du kannst hier einfach nicht fahren. Du wirst hier von allen rumgeschoben wie noch mal was. Und eigentlich haben wir schon eine relativ breite Strecke hier, muss man dazu sagen. Ja, genau. Ja, weißt du, was ich wieder rausgekickt? Gibt's ja gar nicht. Wie mies. Oder man kickt sich selber raus. Ah. Der eine bleibt hier total hängen. Auch genial. War so gut vorne. Haben wir in Runde 2. Der eine ist auch raus, okay. Hier kommen wir ein bisschen an den Leuten vorbei. Danke schön. Na, nicht Dankeschön. Ich wollte schon sagen, ich war viel zu schnell wieder bei dem Sprung. Aber jetzt habe ich ja doch noch Position verloren. Ja, okay, fahr geradeaus. Alles klar. Hui! Oh, Landung. Uiuiui, das war auch gerade knapp hier an dem vorbei. Ich dachte schon, ich treffe den. Alter, Fünfter! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier so gut nach vorne komme. Zweiter! Jetzt geht's hier ab, Mann. Richtig schön alle überholt. Ah, nein! Gott. Oh, komm, ich blockieren. Okay. Komm, Mann, wir wären so schön vorne gewesen. Aber das war doch der ehemalige Platz 1. Der rote hier links von mir. Ich habe ihm ein paar Plätze geklaut. Was bringt's mir eigentlich nichts, weil ich selber auch dann wieder Platz 5 oder 6 war. Wegen dem Zurücksetzen. Also du musst halt so aufpassen, dass du nicht irgendwo von der Strecke raus springst. Joa! Alter, fast geschafft hier und dann kriegst du noch hier einen Tritt mit. Schon ein bisschen knifflig manchmal hier. So, hier bin ich ja, glaube ich, auch vorher rausgeflogen. So, sehr schön, Platz 1. Soll ich erstmal hier Topspeed machen? Wegen Trophy irgendwie vielleicht was bekommen? Höhe, Weite, keine Ahnung. So, hier muss ich langsamer machen, den zweiten Sprung. Und wenn ich jetzt vorne bin? 8 Sekunden? Gibt's ja gar nicht. Oh nein! Verdammt! Da wollte ich nicht hin. Jetzt bin ich so mega. Guck mal, 11, 12 Sekunden, ey. Obwohl ich mich jetzt zurücksetzen lassen habe. Ja, so blöd weggesprungen bin. Ist ja schon ein bisschen interessant. Aber es ist halt echt heftig, was das ausmacht, wenn man so weiter hinten ist und so kämpft und die anderen dich so ein bisschen halt auch ein bisschen wegschieben oder behindern oder so. Macht halt schon krass was aus. Wenn man so vorne bist, kann ich hier so easy alleine fahren. Schon übel. Viel das hier eigentlich ausmacht. Ich fahre selber auch ja nicht so gut hier. Mal 18, 19 Sekunden, die machen sich hier so gegenseitig fertig. Und ich chill hier. Aber ich kann es leider nicht mehr schwerer machen. Aber wenn man hinten ist, ist halt schon, ja, dann ist schon knifflig. Okay, ja, direkt zurückgesetzt. Das wäre dann wohl zu viel abgekürzt. Leider bleibt da. Okay, sehr schön.
Alter, schon interessant. Interessantes Rennen. Alle beide, muss man eigentlich sagen. Ja, das war doch mal schön. Ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Die nächsten Rennen machen wir dann im nächsten Video. Bis dahin, wiederschauen und rangehauen.